Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Atomic Heart. Speichere Daten. Zum Glück ist jetzt das Biosch weg. Warte, warum habe ich gespeichert? Habe ich hier nicht gespeichert? Nein. Genosse Major, du musst die Beta-Konnektoren unbedingt zerstören. Was hast du denn andauernd mit diesen Ringen, Charles? Nennen Sie nicht dauernd Ringe, Major. Gewöhn dir mal an zu denken, bevor du sprichst. Das sind Beta-Konnektoren, mit deren Hilfe zwei Robotermörder ausschließlich unter der Kontrolle ihres blutrünstigen Meisters stehen. Willst du noch mehr Tote auf dem Gewissen haben? Was für ein blutrünstiger Meister! Die Ringe hab ich und ich werde sie nicht irgendwelchen verdammten Robotern anstecken. Und wie lange werden sie in deinem Besitz bleiben, Major? So lange, wie ich noch am Leben bin und noch Zeit ist. Die Zeit ist abgelaufen. Die Assimilierung von Petrovs Kopf läuft schon. Setschenow führt die Roboter in ihren normalen Zustand zurück und dann ruft er dich zurück. Und dann nimmt er die Ringe. Die will anscheinend jeder haben. Warum? Sind denn alle auf persönliche Mörderroboter aus? Denk nach, Major. Wer hat nach den Beta-Konnektoren gefragt? Setschenow mit seinen Metallzwillingen? Stockhausen, Setschenows Speichellecker und rechte Hand? Oma Sina, eine geheime Doppelagentin mit unbekannten Verbindungen? Oder willst du Petrov seinen letzten Wunsch erfüllen und die Konnektoren für Latova geben? Oh, was ist denn hier los? Bin ich der Einzige, der nicht den Verstand verloren hat? Wie du siehst, hängt alles an uns. Egal, wer die Beta-Konnektoren in die Finger bekommt, das Ergebnis ist immer das gleiche. Mehr Blut, mehr Tod. Die Ringe müssen zerstört werden, ehe es zu spät ist. Es ist nicht zu spät, Charles. Noch nicht. Tja, irgendwie nur komische Leute fragen danach, obwohl ich es wahrscheinlich Oma Sina schon geben würde. Immerhin war sie die Einzige, die bis jetzt mit... Na ja, gut, mit offenen Karten ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber die Einzige, die uns geholfen hat, also so richtig geholfen hat und keine Befehle gegeben hat. Wahrscheinlich ist sie, gehört sie aber auch genauso dazu. Oder vielleicht aus unserer Vergangenheit, die Vergangenheit, die wir halt nicht mehr kennen. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Okay, gut. Das wollte ich nur mal checken. Wir könnten ja auch noch mal kurz gucken, ob wir genug... Oh, guck an, wer da ist. Oh, sie hat gerade keinen Ton. Glaube nicht. Was? Endlich hast du diesen schmierigen Drecksack umgebracht. Das hat der irre Dreckskerl selbst erledigt. Ach, gib's zu. Du hast mit ihm gespielt. Du hättest ihm ins Bein schießen oder ihn mit einem Schock lähmen können. Du hast doch erstklassige Waffen. Was? Nein. Er hatte den ganzen verdammten Zirkus schon vorbereitet. Ach, keine Sorge, Süßer. Ich behalte es für mich. Niemand wird erfahren, dass du Petrov dazu gebracht hast, durch seine eigene Hand zu sterben. Das sehe ich als Hochzeitsgeschenk an. Noch ein Wort und ich schwöre, ich mache Kleinschrott aus dir. Männer! Erst nehmen sie einer Frau alles, dann werfen sie sie weg wie ein kaputtes Spielzeug. Ich habe dir alles gegeben und du behandelst mich wie eine seelenlose Maschine. Ach, fick dich. Was glaubst du denn, wer du bist? Deine ganz besondere Frau. Dir treu ergeben, Süßer. Dann sei halt besonders und mir treu ergeben, aber halt deine Fresse. Ich habe jetzt keine Zeit für deinen Scheiß. Ja, was soll ich dazu sagen? So, ja, so viel haben wir nicht, deswegen könnte schwierig werden. Moni haben wir zwar eine Menge, Lager ist witziger. Ah, nee. Komm, dann tauschen wir das lieber gegen die guten Sachen aus.
Muni haben wir eigentlich genug, denke ich. Ja, schön wäre, wenn ich jetzt hier schon sehen würde, was ich für Verbesserungen brauche. Pistole vielleicht mal gucken. Okay, gut. Brauchen wir schon mal auch nicht. Dann wollen wir mal. Zum Leuchtturm. Vor dem Essen die Füße abputzen. Gut. Ich wollte da nicht drüber springen, aber... Dann halt nicht. Und nun zum Wetterbericht. Hat dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Tautropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Ja, Tautropfen. Ist das eine Hydraulikpumpe? Habe ich das nicht gerade gesagt? Das, warum heilt sich das Ding? Gerade dagegen an, das heilt sich gerade. Oder? Keine Ahnung, was da gerade los war. Was zum Teufel? Ich mach jetzt zumindest mehr Schaden, oder? Wie gefällt dir das? Hm.
Oh. Ich kann nichts machen. Alter, was war das denn? Boah. Oh, was für ein Zufall. Toll, ich hatte so viel Muni, weißt du? Ich hab fast alles wieder verballert. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Hä? Hallo? Ah, hä? Ah, da war ich doch gerade. Muss das so genau sein? Oh, das Ding war gefährlich. Mir war nicht klar, ob ich das schaffen würde. Und es gibt noch viel gefährlichere Roboter. Echte Kampfroboter sind doch viel tödlicher. Hier gibt es keine Kampfroboter. Noch nicht. Aber sobald Kollektiv gestartet wird, werden sie überall sein. Und zwei davon mit Beta-Konnektoren. Hast du eine Ahnung, wie viel Blut wegen der privaten Ambitionen einer einzigen Person vergossen werden wird? Du und die Ringe, ihr treibt mich in den Wahnsinn. Wann hört ihr Penner auf, alle an mir rumzuzerren? Erledigt. Bist du jetzt glücklich? Gute Entscheidung, Genosse Major. Ich habe keinen Zweifel, dass dadurch Leben gerettet wurden. Vielleicht mehr, als ich mir vorstellen kann. Wollen wir es hoffen. Man kann ihn nicht orten. Scheiße, das war unerwartet. Warum sind sie erstarrt? Der Zugangscode wurde von Petrovs Neuropolymerspeicher extrahiert. Der Kampfmodus wurde deaktiviert und die Roboter sind zu ihrem normalen Status zurückgekehrt. Gut gemacht. Jeder, der sie verstecken und überleben konnte, verdankt dir sein Leben. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Und was jetzt? Komm nach Jellomay, lass dich untersuchen und nimm dir frei. Ich kümmere mich um die Auswirkungen dieses Schlamassels. Verstanden. Bin schon unterwegs. Du hast Setschenow nicht von Filatova erzählt. Willst du dich immer noch mit ihr treffen? Ich will die Beweise sehen, die angeblich so wichtig sind. Das wird Dr. Setschenow nicht gefallen, das weißt du. Erzähl's ihm halt nicht. Wieso gibt's zwei Wege? Gut, das ist gar kein Weg, alles klar. Zwei Kugeln sind besser als keine. Barke? Und wo sollen wir die suchen? Larissa! Schöne Scheiße. Du bist hier doch irgendwo in der Nähe. Vertraust du Dr. Filatova? Ich vertraue niemandem. Aber sie hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Und ich bin sicher, Dr. Setschenow verbirgt etwas. Hat Dr. Setschenow dir je von seinen Plänen erzählt? Nicht so richtig. Naja, musste er ja auch nicht, aber jetzt diese ganze Geschichte mit Petrov. Galer tötet Stock und der Boss zuckt nicht mit der Wimper. Ist der Start von Kollektiv wirklich so wichtig, dass er ihn aus Respekt vor den Toten nicht verschieben kann? Zu diesen Themen habe ich keine Daten, Genosse Major. Keine Daten, hm? Tja, ich habe auch keine Daten.
Also gehen wir uns welche besorgen. Nein! Da bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Wieso kann die uns denn nicht einfach die Tür aufmachen? Als sie mir gesagt haben, dass mein Leuchtturm aus dem Boden gerissen und von Robotern von Sachalin nach Kasachstan gebracht werden soll, da dachte ich, sie sind besoffen. Aber nein, er steht jetzt tausende von Kilometern vom Meer entfernt. Wie ein Ausstellungsstück in einem Museum. Und ich auch. Klar, ich bekomme mehr Gehalt. Klar, ich muss kaum etwas arbeiten. Die Maschinen tun alles. Der Leuchtturm und ich sind nur eine Bestätigung, dass die Menschheit tun kann, was sie will. Aber was zur Hölle bewachen sie mit diesen fliegenden Waffen überall? Hä? Bewachen? Ich geh mal runter. Ich geh mal hoch. Wow, was ein Kunstwerk. Chemie, Neuropolymer. So, jetzt können wir nach unten gehen. Aber da habe ich gerade Blut gesehen. Das ist nicht so schön. Ne, noch ein tiefer. Was haben wir denn hier? Ein Stuhl und ein Fernseher. Das hatte ich nicht erwartet. Was hattest du denn erwartet? Ich vermute, dieser Raum hat eine bestimmte Funktion. Ja, wir sollen uns hinsetzen und sie wird wahrscheinlich irgendeine Übertragung oder Video oder irgendwas haben. Na dann. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Schöne Scheiße! Was zur... Ich glaube, dass die ungeplante Beschleunigung dadurch verursacht wurde, dass das Aufzugssystem gehackt wurde. Sonst hätte Dr. Filatova das nicht initialisieren können. Also hat sie das System gehackt. Irgendwie so, wie all diese armen Kerle in Grund und Boden gehackt wurden. Das ist also Neptun. Sieht schön aus. Also, eigentlich sieht er fantastisch aus. Der reine Wahnsinn. Rapture. Ich hätte nichts dagegen, selbst eine Weile dort zu verbringen. Aber wer weiß, was da gerade los ist. Genosse Setchenov hat dich gebeten, nach Chelomei zurückzukehren. Wie wirst du diese Verzögerung erklären? Das kriegen wir schon hin. Reden wir erst mit Frau Doktor. Aber wenn sie wieder abhauen will, wird sie das bereuen. Ich habe die Katz-und-Maus-Spielchen satt.